Hallo, herzlich willkommen bei Didis E-Bike Touren. Der Gruß geht natürlich raus an alle E-Bike, Drohnen und Autofreunde und Freundinnen natürlich auch. Ja, heute hatte ich eigentlich nicht vor rauszufahren, aber ich tue es trotzdem. Ich fahre mit euch jetzt gerade mal eine Runde. Und zwar auf der Suche nach dem Erdbeerkuchen. Okay. Dann folgt mir einfach mal. Ciao. Meine Güte! Boah. So, nach einigen schönen Bildern fürs Dashcam Forum. Ja, super echt wieder. Autofahrer sind echt klasse. Naja, wenn sie nicht die Vorfahrt nehmen, fahren sie zu dicht auf oder holen zu dicht. Echt klasse, echt klasse. Ja, jetzt lassen wir mal die große DJI fliegen hier. Ist doch ein bisschen windig und da traue ich mich so richtig mit der kleinen nicht dran. Vielleicht gleich nochmal. Okay, Leute, bis gleich. Jetzt so ein Hyperlapse gemacht hat und wie das dann aussieht am PC. Ja,
war der erste Versuch. Probieren wir demnächst nochmal. Jetzt kommt sie gerade zurück. Aber es glatt geht, landet sie auch richtig. Nehmen wir lieber die Fernsteuerung nochmal in die Hand und schauen mal, wo sie runterkommt. So. Ich musste doch ein bisschen korrigieren, aber jetzt ist sie gelandet. Okay. Aufnahme beendet. Jo. Und hier sehen Sie mal die A3. Die kreuzen wir jetzt hier. Dann sitzen wir gleich in Erkrath. Und ich hoffe, da bekomme ich meinen Erdbeerkuchen. Und weiter geht's. Jetzt sind wir im schönen Neandertal. Und da unten fließt die Düssel. Vielleicht noch mehr davon. So. Jetzt sieht man sie mal. Die schöne Düssel. Hier im schönen Neandertal. Allerdings nicht immer so schön, denn da ist zum Beispiel auch eine Brücke weggerissen worden beim letzten Hochwasser, dem schlimmen im letzten Jahr, wo es auch die Aso erwischt hat. Ja, liebe YouTube-Freunde, wir sind jetzt hier angekommen, wo wir alle herkommen. Und hier ist die Fundstelle, wo man seinerzeit den Neandertaler gefunden hat. Und ein Stückchen von dem steckt in jedem von uns. So ist das einfach. So 5% oder so haben die Wissenschaftler jetzt festgestellt. Von den Genen des Neandertalers, die stecken auch in uns. Sieht man ja an mir, fliehende Stirn. Ne? Sehr stark fliehend.
Na gut, ich habe immer noch keinen Erdbeerkuchen gefunden, weil die Bäckerei, wo ich gedacht habe, da kriege ich einen, die hatte schon zu in Erkrath. Also fahren wir jetzt weiter hier durchs schöne Neandertal in Richtung Mettmann. Und da hoffe ich, dass ich da noch eine offene Bäckerei finde. Ansonsten muss man irgendwie gucken, dass ein Eis herhält. Alles klar, ich brauche jetzt irgendwas Süßes. Also, bis später. Ja, das hier ist immer noch das Neandertal. Aber hier auf der Straße macht es wirklich keinen Spaß. Und da den Radweg kann man vor lauter Hubbeln und Bäumen und Wurzeln nicht fahren. Da hat man sich dann schnell mal lang gemacht. Outdoor- und Drohnenfreunde, ich habe meine Runde abgeschlossen und zwar erfolgreich. Ich habe tatsächlich noch einen Kuchen gekriegt. ja, gibt jetzt gleich einen leckeren Apfelkuchen, freue ich mich tierisch drauf. Meine Frau schon kriegt einen Bienenstich und naja, auf jeden Fall eine nette Runde, 20 Kilometer, alles klar, durchs Neandertal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Like drücken, abonnieren. Nächstes Mal wieder einschalten. Tschüss, euer Didi.